Und willkommen zurück zu Postal 2. Wir haben jetzt die Beichte abgegeben und jetzt kommt der letzte schwarze Peter hier, den wir noch irgendwie schaffen müssen. Die Unterschriften sammeln. Den Rest haben wir halt alles schon geschafft und das ist echt gut. Wir sind echt gut im Spiel, sag ich mal. So. You gotta be fucking kidding. Ja gut, schön. Bin ich halt nicht interessiert. Wie sieht es mit dir aus? Would you like to sign my petition? Okay, I'll do it. Ah, perfekt. Thanks. Sehr schön. Ja, mal gucken, vielleicht finden wir hier noch irgendjemand, der sich hier freiwillig da was gibt hier mit der Unterschrift. Wie sieht mit der aus? Werden wir sie... Would you please sign my petition? I'm sorry. Nein? Shit. Oh Mann, schade. Wie sieht hier aus? Ist keiner mehr... Ah, die Polizistin frage ich nicht, sagt eh nein. Deswegen lassen wir es mit der Polizei auch gleich mal bleiben. Bringt ja eh nichts. Also mal schauen, vielleicht im Kaufhaus. Und natürlich warten wir wegen der Ladezeit, wie immer. Und wie sieht's hier aus? Vor allem, wo sind wir hier? Hier sind wir letztes Mal nicht rausgekommen, das weiß ich. Ist ja auch irgendwie so ein Neubau oder sowas. Hier gibt's da viel Zeug. Hier gibt's auch noch Musik. Was hier drin? Gibt's hier irgendwas? Oh, Spielautomaten. Mehr nicht. Oh, nee, oder? Nur Spielautomaten, mehr nicht. Oh, ja, gut. Hat da Spielautomaten, mein Gott. Gehen wir mal wieder raus. Was gibt's denn überhaupt hier? Bastardfisch. Sim Homeless. Twipe by Avengers. Ach so, ja. So Standardsachen halt. Ja, mit Obdachlosen. Ein Spiel mit viel schwarzem Humor, so wie es ausschaut. Was ist das? Kann ich nicht mehr lesen. Super. Cons in the Hood. Das sieht ja gut aus. Komm. Ach komm, ey. Kann nicht sein, dass die ganzen Leute hier nicht unterschreiben wollen. Das ist ein Polizist, der vielleicht? Ja, nein, oder? Shit. Okay. Was mit dir? I'm sorry. You gotta be fucking kidding. Ah, nee, 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 nee. Hi there. Und was mit dir? To sign my petition? No way, you freaking pinko. Shit. Would you please sign my petition? No way, you freaking pinko. You gotta be fucking kidding. Alleine, pack mich an. So, ich guck mal hier. Ja, du unterschreibst mir eh nicht, weiß ich jetzt schon. Okay, Futter für Hunde und Katzen. Oh, oh, hier sieht's aber mal aus, ey. Oha, da auf mir geteilte Katze. Krass, ey, was machen die hier? Ist das ein Labor, oder? Ah, was ist das, ey? Hier sieht echt krass aus. Was ist denn hier hinten? Would you please sign my petition? Ja, du? I'm down. Ah, perfekt, hey. Sehr schön. Oh, hier ist die Cafeteria. Das ist die Cafeteria also. Und hier hinten sieht es aus, wie wenn es hier Essen gibt. Donuts, ja, perfekt. Die kann man natürlich alle irgendwann brauchen, früher oder später. Schreibst du? Ah, ja, genau. Ich habe dir nur was gefragt, du Arsch. Die frage ich nichts mehr. Wie sieht's mit dir aus? Schreibst du? Hi there. Is this everything? Yes. That'll be $5. Na, gut. Der will hier Stress mit mir. Hier, Elektroschocker. So. So. Problem wieder einigermaßen geregelt. Was mit da hinten? Oh, hier gibt es noch mehr Donuts. Die können wir natürlich alle mitnehmen. Ja, hier gibt es sonst nichts mehr groß. Ja, gut. Wo sind wir jetzt hier? Hier ist diese Tierhandlung oder was das war. Oh, da hinten gibt es ja noch mehr so Typen. Und Pizzastücke gibt es hier auch. Die können wir natürlich alle mitnehmen. Pizzastücke, schön Pizzastücke. Oh, lecker Pizza. 15 Stück, fast 2 Pizzen. So, hier gibt es nochmal Munition. Perfekt. Perfekto, ne? Richtig perfekto. Was hier? Ja, Burger-Zeugs nehmen wir auch mit. Weil ja, wir haben ja gemerkt, wir brauchen schon ziemlich viel Energie. Wird wohl irgendeinen Grund haben, dass das hier alles steht. Nehmen wir alles einfach mal mit. Oh, komm bloß her hier. So. So. So, jetzt hier. So. So, ich geb nochmal der Schaufel, mit deinem Kopf abfliegt. So. Hier. Meine Güte, ey. Meine Güte. Wird immer so einen Stress machen. Ein Geldautomat macht mir auch noch Geld raus. So. So, haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. Das ist auch schön. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie mehr Unterschriften zusammenkriegen. Wir machen die ganze Zeit nur Unsinn. Nur Unsinn im Kopf. Die Toilette ist ja überflutet, oder?
Oh, das ist bitter, hey. Die arme Putzfrau. Employees only, da gehen wir rein. Oh. Hier hat sie noch mehr Donuts gehabt. Oh, hab ich ganz vergessen. Und das hier, das mit den Katzen. Ah, hier läuft ja jeder Sack durch. Ah, hier kann, also kann hier auch nach Unterschriften fragen. Was mit dir? No way, you freaking pinko. Shit. Oh, would you please sign my petition? I'm sorry. That's, you gotta be fucking kidding. Hi, okay. There. Would you like to sign my petition? Okay, jetzt seht ihr, dass das Herd ganz schnell pumpt. Das liegt an dem Gras, weil ich vorhin geraucht habe. Ja. Das zieht einem ein bisschen Energie ab. Ist aber nicht weiter tragisch. Wir müssen halt die verfluchten Unterschriften zusammenkriegen. Das kackt mich richtig an. Petition? Und? Nein. Natürlich nicht. Warum auch? Unterschreibt bei jedem, nur nicht bei mir. Doch klar. Warum unterschreibt ihr nicht einfach? Ihr seid alles Homo-Fürsten, wenn ihr nicht unterschreibt. Mir fehlen noch zwei verdammte Unterschriften. Das kann nicht wahr sein. Wir haben alles gemacht. Komm, der Polizist muss doch unterschreiben. Would you like to sign my petition? No way, you freaking pinko. Na toll, danke. Vielleicht dieser Angestellte? Na, der will wohl gar keine Unterschrift geben. Also raus hier. Also ganz schnell weg hier. Der wollte ja mal gar keine Unterschrift geben an mich. Das ist ja mal wieder sehr komisch. Wenn wir halt wieder hier runtergehen. Vielleicht nehmen wir die Hure dazu, dass die hier mir unterschreibt. Und unterschreibt. You gotta be fucking kidding. Die unterschreibt mir eh nicht. So, wie sieht's aus? So, stimmt, kann ich auch so fallen lassen. Stimmt, ja. Der kriegt den dazu, dass er unterschreibt. Bleibt bei dem was gekauft, also bitte. So. Na, wo ist denn diese blöde... So. Hi there. Unterschreibst du? Would you like to sign my petition? I'm sorry. Shit. Na, danke. So, wir rauben erstmal Gras. Wie immer, wir rauben Gras, wenn irgendein Problem gibt. Great. Ja, du fühlst dich echt gut, hey. Glaube ich dir. Deswegen müssen wir schauen, dass wir die Unterschriften zusammenkriegen. Da fühlst du dich ja noch besser. Aber irgendwie wird es wohl gerade nicht wirklich. Da ist irgendwo gerade leicht der Wurm drin. Wir kriegen die Unterschriften einfach nicht zusammen. Das ist richtig scheiße. Was ist das? Vielleicht nur den hier. There's something funny about him. Ow! Oh, Alter. Hier gleich zuschlagen, Herr Sack. Ich will hier nichts kaufen. Was steht denn dahinter? Oh, eine Shotgun. Nehmen wir natürlich hier. Die brauchen wir. Die brauchen wir. Steht hier dann irgendwas Interessantes rum? Ne, nur Betten und Waschmaschinen haben die. Nur Betten und Waschmaschinen. Sonst gibt da echt nichts Interessantes. Das ist ja echt blöd, aber was soll man machen? Da können wir leider nichts dran ändern. Gary Coleman haben wir umgebracht, die Unterschrift haben wir von ihm. Hi there. Would aber was hiermit? Sign my petition? Yes? I'm sorry. You gotta be fucking kidding. Would you please was sign mit dir? My petition? Okay, I guess that sounds pretty good. Boah, perfekt, hey. Thanks. So, ich brauche nur eine Unterschrift. Wenn wir Glück haben, kriegen wir die jetzt hier vielleicht schon bei der Frau. Hi there. Would you like was to sign my petition? Sehr schön, wer? I'm sorry. Shit. Ja, aber klar irgendwie. One side. Was ist hier? Pornstorm. Hier gibt's nur Pornos, oder? Ne, hier gibt's nur Klamotten. Guck mal in, hier drin, was hier gibt. Was ist mit dem los? Oh, der hat wahrscheinlich... Also... Oh, was mit dem, hey? Mit dem stimmt ja wieder mal was gar nicht. Was mit hier? Nichts. Und hier ist auch nicht. Da hier haben Kameras in der Umkleide. Vielleicht gehen wir den dazu. Petition? I'm sorry. You gotta be fucking kidding. Was? Willst mich verarschen? Ich könnte jetzt verpetzen hier überall, gell? Das ist dir schon klar, Junge. Mal gucken. Ach, kultische Weste. Brauchen wir. Und wo gibt's hier jetzt irgendjemanden, der unterschreibt? Ja, ihr wartet wahrscheinlich noch ziemlich lange auf euren Gary. Den gibt's nicht mehr, gell? Das müsst ihr mal wissen. Aber irgendwie habt ihr es noch nicht so ganz geblickt. Aber irgendwie kriegt ihr... Ah, doch. Hi there. Would you like to sign my petition? Sorry, Will. Shit. Would you please sign my petition? Ja, der kann nicht mal reden. Hi there. Was would mit you like dir? To sign my petition? Komm. I'm sorry. You gotta, would you please was sign dir? My petition? I'm sorry. Shit. Hi there. Would you like to sign du my petition? Aus, oder? Yeah, I'll sign that. Oh, perfekt, ey. Sehr schön. Da haben wir auch alle Unterschriften endlich bekommen. Richtig geil. Richtig geil. So, jetzt gucken wir mal schnell heimkommen. Also einmal hier irgendwo rauslaufen. Yellow Pages, die gelben Seiten. So.
Jetzt mal schauen, dass wir hier schön rauskommen. Irgendwo ist ja scheißegal, hey, welchen Ausgang. Der Rest läuft eher alleine heim. Hey, irgendwo muss hier erst sein, dass wir gut rauskommen. Und dann können wir auch schon weitermachen, ne? Dann kommt nicht schon der nächste Tag. Dann sind wir schon bei Mittwoch. Richtig krass, ey. Wir sind dann schon bei Mittwoch. Nach 4 Folgen haben wir endlich den Mittwoch erreicht dann. Das ist halt schon so eine Sache. So. La 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 la. Und wir sind raus. So. Jetzt kommt gleich eine Zwischensequenz. Und zwar diese hier. Guckt es euch einfach an, hört es euch an. Und dann sehen wir weiter, was am Mittwoch so auf uns zukommt. Hey, did you get Gary Coleman's autograph? I can get a small fortune for it on eBay. Right, a small fortune. Say, aren't those things more valuable after the person is, deceased? Yes, why? No reason. Can I borrow your computer? So, so. Mittwoch. So, jetzt geht's los gleich hier, ne? While I'm in the neighborhood, I suppose I should leave something for the old man. Let's see. Guess I need to go here for that. Ah, voting day. The system may be flawed, but I'll do it because I care. A Christmas tree. Guess it's never too early to introduce a major fire hazard into the home. Now where is that? Ah, I guess I better get started. Okay, also, das war's jetzt erstmal mit der heutigen Folge von Postal 2. Ich hoffe, euch hat's mir gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und das auf dem Date pinkeln, zur Wahl gehen und einen Weihnachtsbaum holen. Das werden wir alles in den nächsten Folgen erledigen. Aber wenn ihr dabei seid, schaltet bis zum nächsten Mal wieder ein. Also, haut da rein. Ciao, Leute.